Straßenverkehr sicherer machen. Das ist die Mission von Walter Ittlinger. Er ist Geschäftsführer der ADAC Fahrsicherheitszentren in Südbayern. Ich spreche mit ihm heute unter anderem darüber, wieso sich ein Fahrsicherheitstraining auch für Unternehmen lohnt. Hallo und herzlich willkommen. Grüß Gott, Frau Merkel, und vielen Dank für die Einladung. Jetzt würde ich mich als erstes gleich mal interessieren, warum sollte ich als Unternehmen ein Fahrsicherheitstraining für meine Mitarbeiter organisieren? Was erwartet mich denn da? Mit einem ADAC-Fahrsicherheitstraining ist Ihr Mitarbeiterteam sicherer unterwegs. Und es ist ein Beitrag für den wirtschaftlichen Erfolg, weil man durch das Training die vorausschauende Fahrweise trainiert und das bezahlt, macht sie dann bezahlt beim Treibstoffverbrauch. Welchen Nutzen hat eine Firma also davon? Da gibt es verschiedene, man kann es für Firmenkunden machen, man kann es für Mitarbeiter machen, es geht in zwei Bereiche, weil auch ein, sagen wir, eine Art Incentive-Charakter damit verbunden ist. Mhm. Und der Nutzen besteht natürlich darin, dass man die Schadensbilanz optimiert, die Ausfallzeiten, Klammer auf, Wegeunfälle reduziert, die Kosteneinsparungen im Fuhrpark durch diese effiziente und wirtschaftlichere Fahrweise. Beim Kleintransporter die verbesserte Ladungssicherheit. Die Ware kommt sicherer an den Zielort und an den Kunden. Und das sind natürlich Vorteile für einen Unternehmer, die sie dann in letzter barer Münze auszahlen. Sie haben es schon angesprochen, es gibt nicht nur Fahrsicherheitstrainings für Pkw, sondern auch für Kleintransport. Ist das dann alles oder gibt es noch andere Fahrzeugtypen? Also wir bieten Fahrsicherheitstraining für alle Fahrzeugarten an, von Motorrad, Pkw, Kleintransporter, Nutzfahrzeuge, Busse, das geht quer durchs Beet. Im Firmensegment, im Firmenbereich sind vor allem Pkw-Fahrtrainings für Außendienstmitarbeiter zum Beispiel und Kleintransporter-Fahrtrainings, da wo Ware zugestellt wird, nachgefragt. Wie unterscheidet sich jetzt also so ein Fahrsicherheitstraining für Unternehmen von dem für Privatpersonen? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Inhaltlich kaum, aber bei Firmengruppen sind es halt geschlossene Gruppen. Das heißt, man kann wesentlich stärker auf die Bedürfnisse und die Themenstellungen dieser Gruppe sich ausrichten beim Fahrtraining. Und aufgrund der Tatsache, dass die Gruppe unter sich ist, kriegt es halt einen stärkeren Incentive-Charakter. Und was auch ganz schön ist, ich glaube, die meisten Berufsgenossenschaften unterstützen die Teilnahme an solchen Fahrsicherheitstrainings auch. Viele Berufsgenossenschaften fördern das Fahrsicherheitstraining, weil sie die Notwendigkeit erkannt haben. Die Förderung ist unterschiedlich, darum empfiehlt es sich, dass man vor der Buchung eines Fahrsicherheitstrainings mit der jeweiligen Berufsgenossenschaft Kontakt aufnimmt und die Zuschusshöhe abfragt. Dann vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt. Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch.